Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Peter Altmaier, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Staatsminister Ahnen, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Europäischen Kommission, lieber Herr Šefčovič, sehr geehrter Herr Amin, sehr geehrter Herr Birol, sehr geehrte Frau Vakulumbagi-Vamala, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen im Auswärtigen Amt hier in Berlin und herzlich willkommen zum 4. Berlin Energy Transition Dialog. Ich freue mich wirklich sehr, und das sieht man auch hier, wenn man in diesen schönen Weltsaal schaut, dass so viele bedeutende und verantwortliche Persönlichkeiten heute zu uns gekommen sind, um gemeinsam über ein großes globales Thema zu reden, nämlich die globale Energiewende und wie man sie voranbringen kann. Dass das so wichtig ist, hat natürlich viele Gründe. Dass wir heute schon zum 4. Mal in Berlin zusammen sind zu diesem Dialog, das zeigt, dass die globale Energiewende tatsächlich auch stattfindet. Erste Schritte sind bereits gemacht. Und es gibt weltweit einen Trend zur nachhaltigen Energieversorgung, und den würden wir gerne verstärken. Aber die Energiewende ist auch kein Selbstläufer. Und wir haben ganz sicher auch nicht unbegrenzt Zeit. Überall auf der Welt, auch bei uns in Deutschland, stellt uns diese große Veränderung auch vor große Herausforderungen. Und diesen Herausforderungen, den wollen wir gemeinsam begegnen. Dafür sind wir heute alle hier. Nationale Alleingänge und Konfrontationen bringen uns kein Stück weiter. Und wir sind überzeugt, dass wir vor globalen Aufgaben stehen, auf die wir auch globale, das heißt gemeinsame Antworten geben müssen. Und dabei setzen wir auf den Weg der partnerschaftlichen Kooperation und den Multilateralismus. Die Staatengemeinschaft hat sich zum Pariser Übereinkommen und zur Agenda 2030 verpflichtet, den nachhaltigen Entwicklungszielen, die wir uns gesetzt haben. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir es nicht schaffen, die Agenda 2030 umzusetzen, dann werden wir uns bald in einer Welt mit noch viel größeren Risiken auch für Stabilität und Frieden wiederfinden. Deutschland ist entschlossen, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Und deshalb machen wir hier in unserem Lande auch größte Anstrengungen, die Energiewende voranzutreiben. Und deshalb setzen wir uns für den internationalen Energie- und Klimadialog so sehr ein. Die Energiewende ist zwar keine hinreichende, aber in jedem Fall eine notwendige Bedingung für eine stabile und friedfertige Welt. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusammenhang an zwei Begegnungen, die ich persönlich hatte, illustrieren, was das bedeutet und wo das ganz besonders deutlich wird. Ende März habe ich in New York Botschafterinnen und Botschafter der kleinen pazifischen und karibischen Inselstaaten getroffen. Wir alle wissen, dass diese Länder ganz besonders vom Klimawandel, und zwar konkret von extremen Wetterereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels betroffen sind. Und diese Bedrohung der Lebensgrundlagen führt in diesen Ländern zu enormer Unsicherheit und auch zu klimabedingten Migrationsbewegungen. Und mir hat diese Begegnung noch einmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, unser Engagement hier mit aller Kraft fortzusetzen. Und daher habe ich als einen konkreten Schritt in New York mit den Inselstaaten verabredet, das Thema Klima und Sicherheit durch eine Freundesgruppe bei den Vereinten Nationen in Zukunft konkret stärker zu machen und auch auf der politischen Agenda zu verankern. Denn genau dort
gehört das Thema hin. Wir müssen den Zusammenhang von Klima und Sicherheit auf die internationale Agenda bringen, um Krisen und Bedrohungen des Friedens abzuwenden, bevor sie wirklich akut werden. Das ist auch unser Verständnis von präventiver Außenpolitik. Deutschland bewirbt sich, wie Sie sicherlich wissen, zurzeit um einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dieses Thema, der Zusammenhang zwischen Klimawandel, Fragilität, Stabilität und Sicherheit, den wollen wir dort zentral auf die Agenda setzen. Und darüber würde ich mich um Ihre Unterstützung freuen. Meine Damen und Herren, eine zweite Begegnung hatte ich bei einem Besuch in den letzten Tagen in Jordanien. Jordanien ist für uns ein wichtiger Partner für Stabilität und Ausgleich in einer außerordentlich unruhigen Region. Jordanien hat darüber hinaus gerade gemessen an der eigenen Größe sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Und ich habe dort ein von Deutschland unterstütztes Projekt kennengelernt. Es geht um die dezentrale Versorgung eines Flüchtlingslagers mit Solarstrom. Und durch diese innovative Nutzung von Solarenergie wird eine Gruppe von Personen mit Strom versorgt, die sonst keinen Zugang zum Netz haben und denen damit die Erfüllung vieler elementarer Bedürfnisse verwehrt bliebe. Ich finde ein solches Projekt beispielhaft für die Möglichkeiten, und zwar ganz konkret, die erneuerbare Energien schaffen können. Und Jordanien kann auch in einer anderen Hinsicht beispielhaft sein. Es importiert einen Großteil seiner Energie und wendet dafür viel Geld auf. Aber es hat ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien und in diesem Fall natürlich besonders im Solarbereich. Und das Land hat bereits gute Schritte zum Ausbau der erneuerbaren Energien gemacht. Und ich finde die Perspektive faszinierend, dass ein Land wie Jordanien künftig seinen Strom im eigenen Land herstellt, in der erneuerbaren Industrie Ausbildung und Jobs schafft, inländische Wertschöpfungsketten aufbaut und so seine eigenen Entwicklungsziele selbst und autonom voranbringen kann. Und vielleicht kann es in Zukunft sogar Solarstrom exportieren und so eine Zusammenarbeit aufbauen, auch mit den Nachbarn in der Region, die den Frieden sichern kann. Und auch darum, meine Damen und Herren, geht es auf unserer Konferenz. Über diese Konzepte für die endlich von Ressourcen unabhängige Zukunft, über neue Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind Themen, über die wir hier sprechen müssen. Erneuerbare Energien sind reichlich und quasi überall vorhanden. Und das verändert auch die außenpolitischen Beziehungen zwischen Ländern. Mit der Nutzung von erneuerbaren Energien verliert die Abhängigkeit von Energie das Potenzial, als Macht- und Druckmittel missbraucht zu werden. Und wir sehen die Zusammenarbeit bei der Energiepolitik heute als Plattform für Kooperation, für Dialog und auch für den internationalen Austausch. Und so soll das heute auch hier sein. Und deshalb freue ich mich sehr, dass heute der Vizepräsident der EU-Kommission, Maro Šefčovič, der Generaldirektor der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, Adnan Amin, der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur und Fatih Birol heute hier bei uns sind. Herzlich willkommen. Ihre Institutionen sind ein Beispiel dafür, wie die neue Energiediplomatie funktionieren kann. Die Energiewende wird Spuren in der internationalen Ordnung hinterlassen, die wir heute überhaupt noch nicht überschauen können. Sie wird nichts anderes als die geopolitischen Realitäten verändern. Und daher haben wir gemeinsam mit Norwegen und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine globale Kommission zu den geopolitischen Auswirkungen der Energiewende unter dem Dach der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien ins Leben gerufen. Die erste Sitzung dieser hochkarätig besetzten Kommission findet direkt im Anschluss an diesen Dialog statt, hier in Berlin. Und ich bin auf die Ergebnisse schon jetzt sehr gespannt. Meine Damen und Herren, viel wurde in den vergangenen Jahren erreicht auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung und einer kooperativen Energiepolitik, und zwar weltweit.
Wir haben damit erste Meilensteine gesetzt für Klimaschutz, für Wohlstand und auch für Versorgungssicherheit. Und damit dürfen und wollen wir uns aber nicht zufrieden geben. Der aktuelle Energiemix beinhaltet häufig noch Öl, Kohle und Gas. Und an diesem Übergang müssen wir weiterarbeiten. Es bleiben auf dem Weg zur Vollendung der globalen Energiewende viele Aufgaben zu lösen. Bei uns in Deutschland, wie auf der Welt insgesamt. Und wir wollen zur Lösung dieser Aufgaben als verlässlicher Partner beitragen. Und wir wollen dazu heute auch einen Beitrag auf dieser Konferenz leisten. Ich wünsche Ihnen spannende und erfolgreiche Diskussionen auf Ihrem, auf unserem Weg zur weltweiten Energiewende. Noch einmal herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja. Vielleicht eine Frage, wenn Sie erlauben, lieber Herr Außenminister, vielleicht eine kurze Frage, denn dieser Begriff Energiewende, der ist inzwischen im internationalen Gebrauch. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel beim englischen Publikum das gar nicht mehr übersetzen muss. Und dennoch, es bleibt ein Begriff, Made in Germany. Und die Frage für mich wäre, wie wollen Sie nun als Außenminister diese Vision in die Welt durch die deutsche Außenpolitik hinaus? Naja, indem wir vor allen Dingen deutlich machen wollen, dass zum einen der Klimawandel, aber auch die Energiewende auch Fragen von Stabilität und Sicherheit sind. Der Klimawandel, das wissen wir bei allen Prognosen, die es gibt, wird zukünftig ganz wesentlich die Migrationsbewegung auf der Welt verursachen. Und zwar in einem Umfang, wie wir uns das heute noch gar nicht vorstellen können. Und wenn man dem entgegenwirken will, dann braucht man eine Perspektive und braucht auch eine Vision für die Energiewende. Das heißt, wie können wir an dem Beispiel Jordanien, habe ich das versucht aufzuzeigen, dafür sorgen, dass Staaten autonom ihre Energieversorgung organisieren können und nicht in allzu großer Abhängigkeit stehen von anderen und damit oftmals auch unter Druck gesetzt werden können, wenn es um machtpolitische Strukturen in ihrer Region geht oder wo auch immer. Und dazu will Deutschland mit denen arbeiten, die wir gemacht haben, mit den technischen und Entwicklungs- und Forschungsmöglichkeiten, die wir haben, einen Teil dazu beitragen. Weil ich finde, wenn man diese Themen vernünftig bearbeitet, wenn man daraus multilateral ein großes Projekt macht, dann wird es nicht nur die Stabilität in vielen Regionen der Welt erhöhen, sondern es wird auch einen Beitrag dazu leisten, dass in vielen Regionen, die es bitter nötig haben, es für viele Menschen mehr Wohlstand gibt. Und das ist, wie ich finde, so etwas wie eine Win-Win-Situation. Und deshalb haben wir uns das sehr ernsthaft vorgenommen, als Deutschland unseren Beitrag international dazu zu leisten. Damit wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Außenminister. Thank you.